War es für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen! Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Thank you.
Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Pirat, du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Bleib hier! Stopp sie! Und deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Oh Gott! Oh Gott!
und Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Bei Gottes Gnade, Sir! Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ah, so geht das. Ist das anstrengend, hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Komm an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Bring die Hauptsegel in den Wind! Ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichte über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmelzen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht.
Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Aye.